Gernot, danke, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Fragen vor dem Spiel gegen SK Austria Klagenfurt am Freitag. Und ja, wie siehst du die Ausgangslage vor diesem Spiel? Ja, wenn man die Ausgangslage hernimmt, Klagenfurt einer der Aufstiegsfavoriten. Nichtsdestotrotz, ja, wir spielen zu Hause, haben jetzt da, glaube ich, bis aufs letzte Spiel ja, gute Leistungen gebracht. Letztes Spiel ist uns zum Schluss noch ein bisschen die Kraft ausgegangen in der zweiten Halbzeit, aber das ist irgendwo auch verständlich, wenn man das dritte Spiel in 7 Tagen hat. Es war so, wenn du das erste Tor machst, ist das vielleicht, kannst du irgendwie drüber retten. Ja, aber wir haben jetzt da diese Woche geschaut, dass wir wieder eine Frische reinkriegen und ja, gegen das Spiel mit einem guten Gefühl und zu Hause natürlich, dass wir auch Punkte für uns irgendwo einfahren können. In der Vorsaison sind die Klagenfurter ja nur ganz harsch auf nicht aufgestiegen. Wie siehst du die Situation jetzt? Hat sich deren Kader in der Qualität verändert? Schwer zu beurteilen. Sie haben in Okneidiner, glaube ich, einen wichtigen Spieler verloren. Es sind neue Spieler dazugekommen, haben jetzt mit Van Hake einen Ausfall, was, glaube ich, ein bisschen wehtut mit Kreuzbandriss. Wir haben noch immer Qualität, sind zu Recht letzte Saison mit oben gestanden, stehen jetzt schon wieder mit vorne dabei. Ja, es wird ein schwieriges Spiel, das sind wir uns allen bewusst, nur glaube ich, dass man jeden Gegner schlagen kann in der Liga. Und ja, auf das müssen wir schauen, dass wir da hinarbeiten. Eines zieht sich seit einigen Monaten durch. Gegen die Top-Teams der Liga performt unsere Mannschaft immer etwas besser, als man es vorab als Fan vermuten hätte können. Kannst du dir das erklären, warum es gegen die Top-Teams einfach einfacher geht? Ich glaube nicht nur gegen die Top-Teams. Es ist jedes Spiel muss an 100% hinkommen, sonst wird es extrem schwierig. Man sieht es auch immer wieder an den Ergebnissen. Es ist das K-Spiel, jetzt was du sagst, da gibt es den sicheren Sieger, sondern musst wirklich an die Grenzen gehen. Wir haben das in den letzten zwei Heimspielen sehr, sehr gut gemacht und ja, mit Austria Klagenfurt ist natürlich jetzt ein Titelaspirant bei uns und ja, natürlich ist es vielleicht mal ein Hinblick darauf, dass du sagst, gegen mitspielende Gegner ist es ein bisschen leichter als gegen tiefstehende Gegner. Ich glaube, da tut sich jede Mannschaft in Europa schwer, wenn ein Gegner sehr tief steht. Wir haben das leider am eigenen Leib verspüren müssen gegen Dornbirn zu Hause und genauso gegen Vorwärts Steyr. Da ist es halt noch, wenn es in Rückstand gerätst, umso schwieriger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns dort da weiterentwickeln müssen und das auch machen. Und jetzt ja, schauen wir natürlich, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen am Freitag. Das ist jetzt das erste Heimspiel ohne Publikum in dieser Saison. Wie sehr schmerzt dieser Wegfall vom Heimvorteil? Ja, es geht auch gleich, aber ich glaube, dass das ja schon richtig wehtut, weil wenn man weiß, unser Publikum ist unglaublich emotional, beziehungsweise auch peitscht uns auch nach vorne, wenn es einmal vielleicht nicht so läuft. Und ja, ist natürlich schade, mir tut es leid, weil ich glaube, jeder hätte sich verdient, ins Stadion gehen zu dürfen. Und wir hätten uns auch, oder wir freuen uns auch immer, wenn Leute im Stadion sind. Jetzt sind halt wieder Geisterspiele, wir müssen das so annehmen jetzt und ja, genauso am Platz unsere Leistung bringen. Ja, aber wir können es nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Ich hoffe, jeder hält uns vor dem Fernseher auch die Daumen und, ja, und wir können ein bisschen was zurückgeben für das, dass die nicht ins Stadion kommen können. Dann sage ich vielen herzlichen Dank und viel Erfolg am Freitag. Sehr gerne. Alles Gute.